Eine blaue Kiste. Okay, ist auch egal. So kleine Details sind cool. Herzlich willkommen, Salve, meine Freunde. Noch ein blauer Gegenstand. Ein blaues Packung. Ja, wir sind jetzt auf der Suche nach einem Wrestler, nachdem wir irgendeinen Typen durch die Stadt gejagt haben. Aha. Okay. Ah, scheiße. Ja, manchmal kann ich solche Sprünge schaffen, manchmal nicht. Das ist nicht nett. Ich bin bestimmt schon höhere Distanz. Egal. Ist erstmal Ruhe, ich werde nicht erschossen, ich kann hier einfach in Ruhe langlaufen. Das ist gerade entspannt. Das ist echt gut. Nice. Noch ein blauer Gegenstand, zwei Stück sind. Das wird dafür die Folge der blauen Gegenstände. Ach so, du willst, dass ich. Ich soll hier so coole Jumps machen. Also gegenspringen, cool, und nochmal gegenspringen und dann. Guck mal, ich bin schon auf. Ah, das ist aber hell, mein Freund. Das ist hell. Da muss ich hin. Das ist eine Lippenzahl. Ja, schon. Nee, warte. Ist offen genug, ist auch nicht. Okay. Es gibt die Möglichkeit, sich da lang zu bannen. Also machen wir es mal cool, wie wir sind so. Oh Junge! Warum habe ich mich mit Kuh gedreht? So nach dem Motto, ah guck mal. Ich fahre jetzt richtig hart auf die Fresse. Am besten richtig meinen empfindlichen Rücken hin, damit ich mir nicht das Genick breche, sondern einfach nur meine Wirbelsäule. Okay. Okay, mach ich den Purzelbaum gegen eine Wand. Wenn das Spiel das so möchte. Warten wir weiter. Ach, warte, hier ist Electrozone Action, meine ich. Das geht. Lol, ich bin über das. Autsch. Ich bin über das Rohr geklettert. Also, ich war da drauf. Freund der Baum, möchtest du dich nicht lieber daran festhalten? Mal das Vogelschaden. Aber auch wieder so ein richtig cooler kleiner Hinweis nach dem Motto, du siehst das Rohr nicht? Oder den Vogelscheiß? Das Spiel lebt auch ein bisschen von diesen Momenten so, oh guck mal, ich hab einen coolen Movement hingelegt. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Mama, ich bin im Fernsehen! Okay. Da wollen wir hoch, ich verstehe. Hey, das ist wieder mein Logo. Warte, das sieht aus wie ein Haus und im Haus sind sie in der Regel. Ja. Wo ist der Sand? Da ist er! Firehose! So ein krasser Kontrast. So ein Abstellraum, ne? Richtig hart beleuchtet, orange Details, alles schön weiß gestrichen. Und dann so ein Surferraum, in dem manchmal Leute arbeiten. Pechschwarz. Sag mal, nicht wo? Hey. Oh, doch. Ich könnte aber auch anders sein. Oh mein Gott! Boah, Junge! Wie geht's?
was man mir sagt, das weißt du doch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hab's etwas vereinfacht. Und mir sitzen außer dir noch ein paar mehr Leute im Nacken. Naja, und die wollten, dass wir sie den Cops liefern, weißt du? Ja, ja, es sieht also nicht gut aus für dich und deine kleine Gang, klär das mit denen. In ein paar Tagen ist alles vorbei. Die Zeitungen von heute sind das Altpapier von morgen. Ach komm, die Rennerin hält sich nicht lange. Keiner von denen schafft das. Das wertvolle Projekt Icarus wird schon klar gehen. Kein Problem. Jetzt dreh ich gleich durch. Also, wir treffen uns morgen an dem neuen Gebäude in der Reno Street. Um 4, okay? Spinne ich, der Bau ist noch nicht fertig. Sobald du oberhalb der Straße bist, ist alles schön ruhig. Wir sehen uns da. Und bring bloß keine deiner Freunde mit. Sind wir klar? Gut. Wie auch immer, ich brauch jetzt erstmal was zu futtern. Ein Körper wie dieser erhält sich nicht von alleine. Was für einen ruhigeren, ruhigeren Ort gibt es denn als eine Baustelle? Roadburn hat also etwas gewusst. Ich frage mich, mit wem er sich trifft. Komm zurück, wir finden einen Weg, dich auch ohne Einladung da reinzubringen. Los jetzt, ich habe hier Cops, die auf dem Weg zu dir sind. Du musst irgendwo stillen Alarm ausgelöst haben. Raus da, sofort! Warte, hier war der... Ja, da, genau. Ich erinnere mich sogar noch relativ gut an das Spiel. Das liegt daran, weil das Spiel prinzipiell bei mir nicht vergisst. Das ist richtig schlimm, das heißt, ich kann dafür... Ich kann die Spiele irgendwie oft das spielen, weil... Die Story packt mich irgendwie nur einmal. Aber dann werden wir uns nicht auf meinen Pictures, bevor ich sagen muss. Boah, die Story, ne? Die haut mich aber um. Wo muss ich hin? War ich nicht richtig. Da lang springen ist auch sinnvoll. Ach, warte, die waren doch... Muss noch eine Etage höher. Fuck! Was ist denn, wenn ich jetzt so mache? Oh! Wer hat die Moves? Ich hab die Moves! Achso, da ist schon. Noch mehr Kopf! Rauf aufs Dach mit dir! Vergiss nicht, dass du da abfallen. Wo will ich denn hin? Wofür kann man denn da langklettern, wenn das. Achso, das ist wahrscheinlich dann. Ach, lol. Ich mach hier irgendwelche. Ich mach irgendwelche komischen Moves. Das Rot von der Tür beißt sich mit der Wand. Ich mach den Fuß noch ein bisschen weiter spielen. Nur keine Hektik, meine Freunde. Das ist alles okay. Öffnet diese Tür. Nö. Nö. Autsch. Der Waffe. Hörst du jetzt bitte mal auf? Ja, genau. Mach's einfach. Damit ich jetzt richtig krass rumhüpfe. Danke, danke, danke. Lauf, 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 lauf. Das ist nur falsch bei dir. Holla. Ja. 20 Sekunden Ruhe. Firehose. Monoton die ganze Zeit mit Firehouse. Oh, guck mal, eine Ratte. Firehouse. Oh, guck mal, eine Ratte. Drake hat weiter vorne einen versteckten Laufweg und Kräne. Ich geb dir gleich weitere Input. Warte, das will ich schaffen. Das wirkt gerade cool, weil diesen Move habe ich noch nie gemacht. Hier lang, dann an der Wand rennen und. Und dann chill. Früh Weihnachten. Das ist nicht. So. Oh.
ich bin nicht da. Die. Pass auf, Faith. Die Cops schicken einen Helikopter. Ist immer was ganz Neues. Guck mal, blauer Gegenstand. Dann sind wir wieder beim Thema. Manchmal tötet einen der Fluss des Daches aber auch ziemlich leicht. Drake hat weiter vorne ein Versteck, lauf Richtung Kräne. Ach nein. Ich gebe dir gleich weitere Infos. Schamon. Schlechte Schützen, das ist sein. Ah, Junge. Ich bin gar nicht da. Warte, immer blau gehen. Wo will ich hin? Da will ich hin. Leute, ich muss bekämpfen, oder? Man in der Kampfszene, das ist auch mal eine schöne Abwechslung, ne? Beruhig dich! Ja. Tief durchatmen. Sind hier noch welche? Ja, da ist einer. Oh Junge, guck dir das an. Richtig krass hinter ihm gesprungen. Lass mich. Das war's mit den Fakes, also beweg dich. Zumindest verfolgen die Polizisten keine Mörder. Ich meine, verprügeln die ja noch nicht. Aber es ist, damit muss man leben, wenn man für die Falsche sollte. Ach, guck mal, das ist wieder ein Graffiti. Vielleicht zu Götzland. So. Das ist, wenn ich so mache. So, so. Ja. Stacheldraht, tut mir weh. Ich töte mich mit Stacheldraht. Ich bin gerade ein bisschen. Ernst, oder? Bah! Warum nehme ich nicht den offenen Laut? Den offensichtlichsten Weg. Aber das Spiel sagt, ich muss nicht sein. Firehose. Wenn die halte die mich noch für einen Typ mit Zwangsneurosen, wenn das weitergeht. Countless for the color rats. Ja. Spiel. Danke. Firehose. Ich spring einfach gegen das Exit-Schild. Lauf. Warum ist einem klar, dass diese beiden
bedrohlich wirkenden Baukräne. Noch Bestandteil werden. Vielleicht war man immer näher auf sie zu kommen. Halte ich für eine gewagte Idee. Was mache ich da? Autsch. Lauf, 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 lauf. Da war noch eine Feuerhose. Ich sollte einfach sterben damit. Ruhig. Ich will dir momentan ein bisschen die Orientierung. Halt drücken kann einem manchmal. Okay? Schon viel besser, ich hab mich auch gewonnen. Nochmal abgeholt, wobei ich das gar nicht. So eine Rolle macht alles professioneller. Ja. Weiter vorne findest du Deckung, hält dein Gerüst. Versuch die Kopf abzuschütteln. Chill dein Leben, mein Freund. Lauf, 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 lauf. Ich will jedes Mal Angst, wenn ich das schon mal fest habe. Wer baut so bitte Gerüste? Ich hab eine Stelle, an die erinnere ich mich auch noch. Da könnte man nur schon fast was in der Order bezeichnen. Ja. Bin ich da nicht so dran? Muss ich irgendwie so machen? Ach so, ich muss mich da machen. Oh Gott, nein. Das hört mich gerade richtig nervös. Nicht, weil ich auf Small fliege. Dieses Spiel ist so exciting. Lauf, 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 lauf. Drehen. 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 Jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Sorry, Dude. Ah, oh, Junge. Das war ja mal nicht mal ein Zehntel so cool, wie ich es mir vorgestellt habe. Ach so, ja. Wieder festhalten. So. Hier hoch, dann da dran und perfekt. Ich sollte aufhören, so leise zu werden. Noch variiert meine Stimme. Ziemlich nervig. Ich kann klein und groß und groß angefangen. Der Helikopter wurde zurückgepfiffen. Aber nicht für lange. Tschö. Junge! Junge! Hab ich euch irgendwas getan? Nein! Also, bis auf euren Kollegen, den ich gerade
den Jordan geschickt hat. Lauf, 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 ich hätte mehr regeneriert. Oh, Junge. In Realität. Warum willst du dich nicht festtun, Bruder? Ich hasse es. Tief durchatmen, Nero. Tief durchatmen. Was? Wo willst du, dass ich da hingehe? Da soll ich hin. Okay. Hast du gerade gemacht, was ich glaube? Verdammt, ich habe mir den ganzen Kaffee über die Tastatur gekippt. Mann. Hey, kannst du Miller erreichen? Ich muss ihn nochmal treffen. Klar. Ah! Ich brauche immer noch Damage wie Schweine. Aber okay. Die Sache findet allmählich ihr Ende. Oh ne, sollte ich doch aufnehmen. Zumindest für heute. Ich habe Ihre Nachricht erhalten. Ich habe mir mal Roadburn angesehen. Wieso? Er ist Travis Burfield, Pope Security Chef. Denken Sie, er war das mit Pope? Vielleicht. Auf jeden Fall hat er Kate reingelegt. Er wollte, dass ein Cop dafür bezahlt. Und er war nicht allein. Er erwähnte ein Projekt Icarus. Burfield ist gefährlich, Faith. Er ist keiner, mit dem Sie Ärger haben wollen. Er hat meine Schwester verarscht. Es tut mir leid, Faith. Was denn? Das hier. Ich will auch nicht, dass Kate dafür bezahlen muss. Aber leider gibt es Privatunternehmen, die in unseren Bezirken mitmischen. Zur Verstärkung der städtischen Sicherheit, heißt es. Sie sitzen uns im Nacken und warten nur auf einen Fehler. Der einzige Weg, das gut zu Ende zu bringen, für uns und für Kate, ist ihnen was zu geben. Mich? Ja. Mich interessiert nur Kate und ihr zuliebe. Lass ich sie gehen. Doch wenn sie nochmal eine Waffe auf mich richten, erledige ich sie. Und vermutlich würde ich der Stadt damit einen Gefallen tun. Rattle Street, 19:10 Uhr. Da bewegt sich ein Vogel Richtung Roadburns Meeting. Ist das ein Helikopter? Vielleicht. Für mich sah wie von der CPF aus. Und wie viele Leute kriegen hier einen Vogel in die Finger? Nicht viele. Wenn du sie erwischen willst, leg besser los. Und bleib vom Boden weg, zu viele Cops. Ja, mit dieser Hochspannung befassen wir uns in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Wenn nicht, erklärt mir warum. Und ich versuche es nächstes Mal besser zu machen. Wir sehen uns wieder. Haut da rein. Ciao. Was eine hübsche Sonne.